Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Wirtschaftssimulator 2017 von der Borcher See aus dem LS. Was ist denn da los? Der ist... Ne? Also, da hinten steht mein Traktor. Ich war auf dem Weg zur der Wiese, wo die wir gestern gemäht haben, also wo wir gestern die Grassaat runtergeholt haben. Und wollte sie lockerflockig noch einsammeln, wollte ich ja außerhalb des Videos machen. Und dann fahre ich hier um die Ecke rum. Stehe vor einem Schild Unfall, sehe einen Polizeiwagen hier und dann laufe ich hier mit meiner Kamera, ne, meine Kamera, laufe ich hier lang, ist ja auch kein Polizist gerade da, Feuerwehr, und dann ist das eigentlich im Endeffekt nichts anderes als eine popelige Überführung von diesem blöden Windrad. Oh, ich hoffe, der Feuerwehrwagen ist nicht zu laut. Wisst ihr eigentlich, was das an Staatskosten sind? Hier, zeig euch das mal. Feuerwehr Borcher See, das ist noch nicht mal hier... Freiwillige Feuerwehr, das ist die Berufsfeuerwehr. Die kostet Geld, Leute. Also, ne, so geht das aber nicht. Tja, da muss ich mal mit dem Bürgermeister reden. Ein LKW da hinten drin, also gut, dass wir nicht zu unserem Feld wollen, ne? Da kommen wir nicht durch. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu nah rangehen. Die möchten nicht, dass wir unter die Räder kommen, ne? Aber, so geht das nicht. Das Problem an der Sache ist, gar nicht mal, dass die jetzt im Weg stehen. Das Problem ist, dass ich da jetzt wieder weg muss, ne? Also unglaublich, also so geht das nicht. Kurze Erklärung. Real Talk. Das ist ein Event, was hier eingebaut ist, ne? Ich habe das nicht eingebaut. Fragt nicht, wo es das hergibt. Das ist in der Map. Das erscheint willkürlich. Wer die anderen Maps von FSM kennt, der weiß, was ich meine. So. Weiter. Entschuldigung. Also unglaublich, hier Unfall. Also, nee. Vor allem das... Das Schöne ist, ich will da hinten... Da hinten? Ja, so, da so. Zur Wiese. Ja, wollte ich hier durchfahren. Da hinten hoch, rum, hin. Perfekt. Nö. Jetzt muss ich das Ganze in die andere Richtung machen. Und das Schöne ist, ich habe die Polizei gefragt, ob man hier irgendwie wenden, also ob die einem irgendwie quasi kurz in die Einfahrt lassen zu wenden. Nein. Entweder warten, wobei ich hier schon eine halbe Stunde stehe, also warten ist jetzt, ne, ihr seht das ja, wie lange... Ich wollte jetzt lahmarschig sagen, wie lahmarschig die sind. Ach ja. Ach so, nee. Sollten wir anlassen. Wird nämlich jetzt interessant. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Also wenn wir es in dieser Folge tatsächlich schaffen, vor allem das Blöde ist, da kommen auch noch die ganze Zeit Autos, ne? Da muss ich jetzt auch noch gucken, wann ich da genau rumziehe, dass ich da nicht in die Autos reinfahre. Oh. Jetzt sehe ich wieder nichts durch den Spiegel. Eigentlich wollte ich über die Spiegel fahren, aber ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter. Wir sollten nochmal den Allrad ausschalten. So, kommt da ein Auto? Nein. Cheap. Hallo? Hä? Hä? Wo hängt der? Ach! Nein, ich bin nicht gegen die Laterne gefahren. Oh Mist. Oh Mist, da kommt Erwin. Erwin ist der Heizer vom Dienst hier quasi. Eieiei. Schnell weg. Ja, ich fahr schon. Oh Gott. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich euch das nicht zeigen, aber so nutze ich die Gelegenheit, zeige euch das Event. Ich meine, wer das FSM-Team kennt, der weiß, dass solche kleinen Spielereien eingebaut werden und wir dafür auch ihre Maps lieben. Seid mal ehrlich, Leute. Also dafür lieben wir doch diese tollen Maps, wo man so viel Wirtschaft machen muss alleine. Und genau, hab einen Kommentar gelesen, wo man den Wirtschaftssimulator herkriegt. Leute. Wenn ihr die ersten Videos von mir gesehen habt, ich nenne diese Map liebevoll Wirtschaftssimulator, weil man hier so viel Produktion braucht, um Produktion in Gang zu bekommen. Ja, man braucht die Pellets, dann braucht man, dafür braucht man aber vorher noch Gülle, dafür braucht man Silage am Anfang. Und um die ganze Produktion in Gang zu kriegen, brauchst du Strom, dafür brauchst du Pellets, ne, etc. Und deswegen nenne ich das Wirtschaftssimulator. Das ist einfach von mir...
eine respektvolle Art, meinen Dank für diese Map auszudrücken. Deswegen habe ich auch am Anfang immer gesagt, ich nenne sie liebevoll Wirtschaftssimulator. Ja? Ich respektiere die Arbeit, die hier investiert wurde. Punkt. Und nicht so wie vor 2 Tagen. Nee, Moment. Was haben wir heute? Donnerstag. Das bedeutet, war es gestern? Ist mit vorgestern. Ja, vorgestern. Nicht so wie einer, der wieder einen Privatmod da irgendwo hochlädt, ohne zu sagen, dass er es war. Der ist mittlerweile auch raus und ich werde jetzt auch nicht sagen, um was für einen Privatmod es da ging. Aber das ist einfach nur frech. Ich hatte ihn mir auch runtergeladen, aber als ich das gelesen habe, habe ich ihn wieder gelöscht. So, das ist an. Weil das ist einfach respektlos. Ups, das wollen wir nicht, das machen wir auch aus. So. Ja, wie gesagt, da gab es noch Frage, den 900er Fendt. Ich habe es schon reingeschrieben, aber der ist aus dem Mod-Hub, ganz normal. Den könnt ihr da ganz normal runterladen. Und ich meine, dass das Gewicht vorne dran auch aus dem Mod-Hub ist. Ich meine ja. Also ansonsten einfach mal nachschauen. Nein, warum ich jetzt die Folge eigentlich mache. A, wegen dem Event, klar, wollte ich euch zeigen. B, werden wir das Gras jetzt hier runter sammeln und dann werden wir das Ganze mal locker flockig in unsere Futtermischstation schmeißen. Ich weiß, wenn wir es jetzt ein bisschen länger liegen lassen, dass es dann nicht so der Realität entspricht, so lange frisches Gras zu lagern. Aber da drin, ne, da in der Hinsicht bleibt es ein Spiel. Soll auch so sein. Ansonsten können wir ja da kein Kraftfutter für die Kühe produzieren. Gibt noch eine andere Möglichkeit, ne? Kraftfutter für die Tiere zu kaufen. Für die Kühe auch. Ja, es gibt auch Kraftfutter für die Tiere. Einfach mal auf der Seite von FSM gucken. Wer das nicht glaubt. Aber wir wollen es herstellen. Und dafür sammeln wir jetzt hier einfach mal locker flockig den Grasschwad. Und dass es Gras nur in diesem bestimmten Fahrzeug gibt. Also in dem Drescher. Ja, das ist... Also ich wusste es auch nicht. Anscheinend habe ich noch eine etwas ältere Version von dem Mod, weil bei mir... Moment. Bevor es wieder heißt, das glaube ich dir nicht. Bei mir geht es tatsächlich in jedem der Drescher, die ich habe. Auch Mod-Drescher. Der ist ein bisschen übertrieben, weil der alles anzeigt ohne Schneidwerk. Ja, bei mir ist es noch drin. Ich muss gestehen, ich habe auf der Modding-Welt aber nicht nach dem aktuellen geguckt. Ne, hier auch überall drin. Und bei den Schneidwerken geht es auch bei... Da ist der Unterschied, Leute. So. Um das mal eben... Ralf, ich nehme alles zurück. Du weißt, wer gemeint ist. Ich entschuldige mich hiermit bei dir. Es geht, ja, es geht mit allen Dreschern. Nein, es geht nicht mit jedem Schneidwerk. Hier. Ihr seht das, kein Gras. Wenn wir allerdings auf den hier gehen. Hier, oder Halm. Oh, da hat jemand sein Handy nicht leise gemacht. Egal. Hier, das ist das Schneidwerk. Modding-Welt. Vario 750, 9 Meter, 10 Meter, 10,5, 12, 13,5. Und das große 13,7. Weiß gar nicht, ob das auch geht. Das geht zum Beispiel nicht. Aber hier. Da könnt ihr hier nämlich auswählen. Schneidwerksausrüstung. Für Gras. Für Raps. Und für den ganz normalen. Ralf, ich nehme an dieser Stelle alles zurück. Du hast recht, dass es nur mit den Fahrzeugen geht. Und die Frage, warum das nur mit diesen Fahrzeugen geht und nicht mit anderen Fahrzeugen. Ihr habt ja gesehen, die Drescher können's. Da müsst ihr halt nur das Schneidwerk von der Modding-Welt anhängen. Ist ja wohl logisch, wenn ein Mod das mit reinbringt, dass sich das nicht automatisch in alle Schneidwerke einbaut, wenn man das nicht so einrichtet. Ja? Deswegen. Und wenn ihr schon in die Kommentare
reinschreibt. Von wegen, wieso das nicht mit allen Fahrzeugen zum Beispiel geht oder auf irgendeinen Kommentar von irgendeinem in der Community reagiert, dann reagiert er respektvoll. Ja, ich nenne keine Namen, ich nenne keine Kommentare. Wer sich angesprochen fühlt, dann habe ich den richtigen erwischt. Die richtigen. Gab es schon öfter mal solche Kommentare. Ja, ich lasse es auch absichtlich mal drin stehen. Ich habe es registriert. Und ich werde sowas im Auge behalten. Ja, geht untereinander genauso respektvoll um, wie ich mit euch umgehe und wie ihr auch behandelt werden möchtet. Ja, das möchte ich an dieser Stelle mal klar betonen. Ich habe auf sowas Auge. Ich habe ein Auge auf die Sachen, die geschrieben werden. Und ich habe auch meine Anzeichen, wie ich anzeige, dass ich Kommentare gelesen habe, wenn ich auch nicht alle beantworte. Aber ich lese sämtliche Kommentare. Und ich mache auch ein Däumchen dran, wenn ich einen Kommentar gelesen habe. Natürlich gibt auch Leute, die Kommentare danken damit, sich damit bedanken bei anderen. Aber ich mache das auch. Ja? Und die meisten beantworte ich hier drin. Deswegen behandelt die Leute mit Respekt. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass es heutzutage nicht so ist. Also es ist nicht oder es entspricht nicht der Regel, ne? Weil man ist ja anonym im Internet. Nein, ist man nicht. Wenn man will, kriegt man alles raus. Immer dran denken, ihr seid nicht anonym, nur weil ihr euch nicht gegenübersteht. Und denkt euch immer dran, würdet ihr ihm das auch ins Gesicht sagen, wenn ihr irgendwas schreibt. So. Das nur mal dazu. Erster Anhänger voll, also ab zur Vordermischstation. Ich hoffe mal, ich verfahre mich nicht. Also auf dem Hof. Den Weg dahin kenne ich ja mittlerweile. Diese Wege, ich mag sie. Die erinnern mich so an zu Hause quasi. Also hier an meine Gegend. Die Wege, ne, diese schmalen. Na, habe ich schon öfter mal erzählt. Bei mir Luftlinie 2 Kilometer. Dann bin ich außerhalb. Und da habe ich nur Felder und solche Wege. Was halt überwiegend da landwirtschaftliche Wege sind. Richtig genial. Wenn ich da mal wieder die Gelegenheit habe und bin da in der Gegend und sehe irgendwas Spannendes, dann werde ich euch das natürlich bei Instagram posten. So wie die Haferernte zum Beispiel. Also wer noch nicht hat, wer möchte, gerne bei Instagram folgen. Kein Zwang, ihr wisst das. Link dazu in diesem neuen Layer von YouTube, was mir aufgefallen ist, weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt mag. Weil das ist noch nicht ganz so ausgereift, wie ich es gerne hätte, glaube ich. Und ich muss mir, glaube ich, mein Kanalbild mal überlegen, ob ich das vielleicht nochmal überarbeite. Also nicht dieser kleine Button, sondern das große Bild. Bin mir da noch nicht sicher. Ach, stimmt. Mein einer Blinker ist ja immer noch kaputt. Der Knopf am Lenkrad. Nicht der Blinker am Auto selber. So. Bin ich richtig gefahren? Ja. Ist ja seit der Version... Oh, ich sollte vielleicht auch mal Eier nehmen. Mitnehmen. Seit der Version 1.2 haben wir ja hier einen Futtermischer für Kraftfutter Kühe. Und den werden wir jetzt mal mit Gras befüllen. Da brauchen wir auch Kraftwerkstrom. Da sind wir ja noch dabei, das Flüssiggas zu produzieren. So, ich muss mal ganz... Wo war denn? Wo kam denn hier... Gab's da keine Schilder? Achso, ja. Wer Bilder sich angucken kann, ist klar im Vorteil. Das ist Styro... Muss doch auch Gras rein, oder? Stroh, Silage, Gras. Kraftwerkstrom. Gut. Würde ich jetzt mal behaupten, das sieht eher aus wie Heu als wie Gras. Egal, schmeißen wir da mal rein. Kreuzen Sie an? Ja, nein, vielleicht.
Hä? Der stand doch gerade Gras, oder nicht? Möchte er nicht aus dem Ladewagen befüllt werden? Was ist denn das jetzt? Ah. Gras wird hier nicht angenommen, also ein weiter. Ah. Wird das da auch irgendwo gelagert? Moment mal, immer ganz kurz hier gucken. Oh ja, sehr schön. So, was haben wir reingekippt? 34.000 Liter. Ich muss gerade mal selber gucken. Verschluckt auch nichts. Wie viel da überhaupt reingeht? Och, einiges. 17%. Oh, passt was. So, dann werden wir uns mal weiter begeben. Ich schnack schon wieder viel zu lange. Ich sollte mehr arbeiten, weniger schnacken. Und nein, ich möchte das nicht kommentiert haben in die Kommentare. So. Sind immer noch, siehst du, habt ihr gesehen, sind immer noch beschäftigt. Kriegen die Straße einfach nicht frei. Ist bestimmt bei dem ersten Renault ist bestimmt was kaputt gegangen. Der da so halb in der Einfahrt steht. Deswegen steht auch die Feuerwehr. Weil normalerweise, also ich wüsste jetzt nicht, dass bei solchen Transporten die Feuerwehr die Straße mitsperrt. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ich lasse mich da ja gerne korrigieren, ihr wisst das, aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Habe ich noch eine Sache vergessen? Mensch, dieser Fendt hier, da ist auf dem Mudhub eine neue Version. Neue Version? Ist das eine neue Version? Ja, eine neue Version jetzt nach dem Mod-Contest rausgekommen. Wer da Interesse hat, einfach mal auf den Mod-Hub gucken und die runterladen. Weiß nicht, ob das... Doch, das müsste eigentlich eine neue Version sein. Ich meine, ich habe sie ja schon drin. Bei mir steht dann installiert. Ach, ich glaube... Naja, wer Interesse dran hat, wer ihn noch nicht hat. Mod-Hub. So, dann wollen wir das ganze Spielchen noch mal wieder hier fortsetzen. So. So viel ist es ja zum Glück auch nicht mehr. Na, vielleicht noch 2-3 Anhänger voll. Zwei. Eher als drei. Aber, liebe Lied, ich würde sagen, während ich hier das ganze Spielchen mal fertig mache und dann das Gras hier runterhole, soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und sag, bis zum nächsten Mal.